Hi, Whip Guitar hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Es geht weiter mit den Crunch-End-Modellen im Spider-Valve Mark II. Diesmal haben wir am Start Crunch Blau. Crunch Blau ist ein 2005er Orange-Amp AD30TC und das ist ein Class A Top-Teil. Und das zeigt, wie crunchy der britische Sound bereits in den 1960er war. So, ich werde jetzt mit dir durch die Klangregelung gehen. Und dann, wie beim Marshall Amp von vorhin, den Tube Screamer verwenden. Sonst groß keine Effekte, ein wenig Hall, um das Ganze ein bisschen aufzufrischen. Und ja, lasst uns mal hören, wie der Orange klingt. Alles auf 12 Uhr. Drive, völlig rausgedreht, habe ich diesen Klang. Screamer beim Solo verwendet habe. Ja, klingt ganz nett. Drive ist immer noch auf 9 Uhr. Ich fahre jetzt einfach in der Drive-Funktion ein bisschen höher. Gehe hier auf 12 Uhr. Gleich ein bisschen aus. Channel Volume. Hier wieder dieses schöne Gefühl beim Picken. Klingt so. Bässe voll auf.
sehr dankbar ist. Das heißt, es ändert sich nicht viel. Es werden tatsächlich Mitten, Bässe und Höhen rausgedreht. Und das kann oft nur von Vorteil sein, sodass du deinen Grundsound, wenn du den mal gefunden hast und magst, dass du dann damit sehr, sehr schöne Presets in der App abspeichern kannst. Ja. Stomp. Nochmal kurz mit dem Tube Driver. Sorry, der Tube Screamer ist jetzt an und ich drehe dann eine Klangregelung. Mitten raus. Mitten rein. Treble raus. Die Dynamik sehr, sehr groß. Du bist aber auch jetzt in Bezug auf Punch und Druck vielleicht ein bisschen eingeschränkter wie bei einem anderen Modell. Das kannst du aber wunderbar durch deine Spielweise ausgleichen, indem du zum Beispiel viel mit deinem Volume Port hier arbeitest. Dann ist der Amp sehr dankbar. Das hörst du auch. Du hattest genauso viel Spaß wie ich auch und bleibst dabei. Ich freue mich, dir als nächstes dann die Metal-Amp-Modelle vorzustellen. Bitte hinterlass deine Kommentare, deine Wünsche und Anregungen unter diesem Video und abonniere unseren Kanal. Das war Bibgitar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.